sehr leise. Sehr leise. Es ist extrem leise. So ruhig wie hier im neuen, vollelektrischen Scania 25P wird es in Zukunft bei Scania immer öfter zugehen. Der schwedische Hersteller setzt nämlich voll auf emissionsfreie batterieelektrische sowie auf emissionsarme Plug-in-Hybrid-Lkw. Die Fahrzeuge sind bereits erhältlich. Neben unserem Plug-in-Hybrid haben wir auch unser rein elektrisches Fahrgestell in Scania BEV eingeführt. Das ist die optimale Lösung für den städtischen Verteilerverkehr. Wenn wir in Städte reinfahren müssen, leise sein müssen, aber auch die Emissionen vermeiden wollen. Diese Fahrzeuge, gerade der Scania BEV, wird ausgestattet mit einem 230 Kilowatt Motor. Das ist eine Konstantleistung, die in speziellen Anfahrsituationen oder am Berg bis zu 295 Kilowatt erhöht werden kann. Mit einer verbauten Batteriekapazität von 165 Kilowattstunden oder 297 Kilowattstunden können wir Reichweiten von bis zu 250 Kilometer ermöglichen. Damit sind wir in der Lage, jeden Verteilereinsatz oder eine gesamte Tagestour im Verteilerverkehr ohne Zwischenladen auch zu ermöglichen. Der mit dem CCS-Ladeanschlusssystem ausgestattete Elektro-Scania ist auf kurze Ladezeiten ausgerichtet, um Fahrerpausen effizient für das Nachladen zu nutzen. Unsere Fahrzeuge können mit bis zu 130 Kilowatt geladen werden. Wir laden mit Gleichstrom. Das ist die optimale Möglichkeit, Fahrzeuge mit einer hohen Leistung zu laden. So können wir in der Mittagspause von 45 Minuten ein Fahrzeug vollladen, sodass der Fahrer im zweiten Teil seines Tages die Tour mit einem vollen, 100% geladenen Fahrzeug beginnen kann. Bei ersten Pressetestfahrten konnten sich die Experten aus den Fachmedien ihr eigenes Bild machen. Das Auto jetzt zu fahren, das Erlebnis ist einzigartig. Es ist halt sehr leise, ein tolles Komforterlebnis. Fährt sich alles irgendwie vom Geräuscherlebnis sehr, sehr leise, vom Handling mit der elektrischen Lenkung und der Lenkungsunterstützung sehr schön, sehr smooth zu fahren. Ja, ich war erstaunt, wie leise er ist, selbst für Elektrofahrzeug. Wir haben jetzt den Vergleich auch gehabt, es ist extrem leise, auch vom Rollgeräusch her. Wenn du die Energie drin hast, er rollt einfach, er rekuperiert nicht gleich, sondern er rollt, nutzt die Schwungenergie, wie man das eigentlich auch von einem Diesel gewohnt ist. Und das hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ob sich die Fahrzeuge am Markt durchsetzen werden, hängt nicht nur alleine von den Fahrzeugen ab, sondern da ist natürlich auch die Politik gefordert und wie man das für den Unternehmer finanziell attraktiv machen kann, wird eine große Rolle spielen. Allein an der Technik der Fahrzeuge liegt es nicht. Die fahren sich sehr gut. Weiteres Umweltplus bei Scania. Im schwedischen Werk Södertälje entsteht eine eigene Batterieproduktion mit aus Schweden stammenden Rohstoffen. Lange Transportwege aus Asien fallen weg. Mit dem Start des Scania 25P BEV ist auch der Weg für reichweitenstärkere Fernverkehrversionen vorgegeben, damit die Scania-Elektrovorteile nicht nur dem Verteilerverkehr vorbehalten bleiben.